Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem Webinar mit dem Thema Datenverarbeitung. Was ist zulässig? Online und offline? Dieses Webinar wird von den Wirtschaftskammern Österreichs organisiert und dauert ca. 50 Minuten. Es ist eines von drei Webinaren zum Thema Datenschutz. Es gibt bereits ein Basiswebinar mit dem Titel Datenschutz neu mit Frau Magister Ursula Illibauer. Das können Sie auch schon abrufen unter wko.at/infokompakt. Das erste von den drei zusätzlichen Webinaren startet heute mit Frau Magister Regina Hauser. Herzlich willkommen. Guten Tag, ich freue mich, hier zu sein. Sie haben Rechtswissenschaften in Wien und Maastricht studiert, waren bei renommierten Wirtschaftskanzleien tätig und seit 2010 beraten Sie in der Wirtschaftskammer Wien Unternehmen zum Thema Datenschutz und öffentliches Recht. Was erwartet heute die Zuseherinnen und Zuseher zum Thema Datenverarbeitung? Also mit dem 25.05. kommen Veränderungen im Bereich des Datenschutzrechts auf uns zu, aufgrund der DSGVO. Und im Hinblick auf die Datenverarbeitung möchte ich das in diesem Webinar näher besprechen. Auch Informationspflichten, Newsletter und Cookies werden Themen sein, die wir heute besprechen. Gleich im Anschluss an das Interview werden Ihre Fragen von Frau Magister Hauser beantwortet. Die sind übrigens nur für uns ersichtlich und einfach ins Bedienerpanel eingeben. Das geht auch schon während des Interviews. Es gibt schon eine Liste mit Fragen und Antworten zum Thema Datenschutz. Die finden Sie auf wko.at/datenschutzservice. Dort werden dann auch Ihre Fragen eingearbeitet, die sich heute vielleicht aus zeitlichen Gründen nicht mehr ausgehen sollten, selbstverständlich plus Antworten und auch die Fragen, die wir schon vor dem Webinar erhalten haben. Von meiner Seite aus gibt es nur noch einen kurzen technischen Hinweis für Sie. Sie können nämlich Ihr Videofenster individuell vergrößern, dafür einfach mit Ihrer Maus auf den sogenannten Anfasser klicken und daran ziehen. Und dieser Anfasser befindet sich zwischen dem Videofenster und dem Präsentationsfenster. Frau Magister Hauser, ändert sich durch die DSGVO wirklich so viel bei der Datenverarbeitung? Also es ändert sich einiges, aber doch nicht so viel, weil auch bisher eigentlich das Datenschutzrecht schon relativ streng ist. Was sich aber wesentlich ändert, ist, dass der Strafrahmen dramatisch erhöht wird durch die DSGVO mit dem 25.05. Deshalb ist es wichtig, einfach sich seine Daten anzuschauen, ob man die eben ordnungsgemäß hat und gegebenenfalls auch seine organisatorischen Abläufe hier anzupassen an die neue Rechtslage, an diese Veränderungen. Welche Daten betrifft das? Also unter die DSGVO fallen personenbezogene Daten. Das heißt, das sind Daten, die Informationen, die eine Person, dadurch man eine Person identifizieren kann, identifizierbar wird. Das heißt, das sind zum Beispiel Name, Adresse, Telefonnummer, auch die Bankdaten oder auch die IP-Adresse IP-Adressen sind personenbezogene Daten. Dann gibt es auch eine besondere Kategorie von Daten, die sogenannten sensiblen Daten. Hier sind teilweise die Vorgaben noch etwas strenger, wenn man diese hat, wenn man diese speichert. So sensible Daten sind zum Beispiel die Gewerkschaftszugehörigkeit, das Religionsbekenntnis oder auch die Gesundheitsdaten. Auch das sind sensible Daten. Diese Daten werden oft im Zusammenhang mit Dienstverhältnissen verwendet. Und dafür gibt es am 4. April auch ein Webinar, und zwar mit Herrn Magister Wolfram Hitz zum Thema Grundlagen des Datenschutzes im Arbeitsverhältnis. Sie können sich dafür bereits jetzt schon anmelden unter wko.at/datenschutz-webinare. Wieder zurück zur Datenverarbeitung. Wann findet diese statt, Frau Magister Hauser, auch wenn man schon irgendwo noch was speichert? Diese Frage stellt sich sehr oft, stellen sich Unternehmer sehr oft. Datenverarbeitung heißt, wenn ich die Daten speichere oder auch bearbeite, verwende, übermittle an andere Unternehmen,
dann verarbeite ich Daten, dann findet Datenverarbeitung statt. Und dann muss ich eben die Vorschrift nach der DSGVO beachten. Eine Ausnahme gibt es nur, wenn die Daten für persönliche oder familiäre Tätigkeiten verwendet werden, wie zum Beispiel das Nutzen sozialer Netze. Ist es egal, wo die Daten gespeichert werden? Am Handy, am Computer oder auch wenn es auf Papier aufgeschrieben wird? Grundsätzlich ja, also jedenfalls, wenn es automatisiert oder teilweise automatisiert die Datenverarbeitung stattfindet, ist jedenfalls die DSGVO anwendbar. Wenn es auf Papier passiert, dann, wenn ein gewisses System, eine gewisse Ordnung diese Daten auf Papier gespeichert werden. Ein Beispiel wäre, wenn die Kundendatei alphabetisch geordnet ist, dann liegt eben eine Datenverarbeitung vor und sind die Vorschriften zu beachten. Also das heißt sicher, die Unternehmer, die Daten haben, es trifft sie 99,9% der Fälle diese Vorgaben. Was muss ich jetzt bei meinen Daten, die ich habe oder bekomme, zum Beispiel in der Kundendatenbank, in den Dienstnehmeraufzeichnungen oder bei den Marketingdaten beachten? Ja, hier ist es wichtig, eben sich die Daten anzuschauen, die man hat und einfach schauen, ob gewisse Grundsätze eingehalten werden bei der Datenverarbeitung. Also das heißt, ich darf die Daten haben, aufgrund einer gewissen Rechtsgrundlage. Das wäre jetzt zum Beispiel, ich habe die Daten aufgrund eines Vertragsverhältnisses oder ich habe die Daten aufgrund einer Einwilligung. Das ist in Ordnung. Auf diese Rechtsgrundlagen komme ich dann auch in weiterer Folge noch etwas näher zu sprechen. Wichtig ist auch bei der Datenverarbeitung, dass gewisse Informationen eingehalten werden, Informationen übermittelt werden über die Datenverarbeitung an die betroffenen Personen. Diese Informationen müssen klar verständlich sein, dürften jetzt nicht irgendwo versteckt sein oder das typische Kleingedruckte sein. Das ist wichtig hier zu beachten. Wie muss man die betroffenen Personen darüber informieren? Mündlich oder schriftlich? Also auch wie diese Informationspflichten am besten erfüllt werden, da komme ich dann auch noch in weiterer Folge dazu. Die Zweckbindung ist auch ein wichtiger Grundsatz für die Datenverarbeitung. Also ich muss mir eben schon vorher überlegen, wenn ich die Daten erhebe, wozu eigentlich? Brauche ich die zum Beispiel für Werbung oder brauche ich die, um ein gewisses Ersatzteil zu bestellen? Also die Zweckbindung, der Grund eben, warum man die Daten hat. Dann ein anderer Punkt, der auch immer wieder wichtig ist, dass die Datenminimierung, also das heißt, ich darf nur so viele Daten haben, wie es wirklich erforderlich ist. Also das heißt, brauche ich für die Vertragserfüllung vielleicht gar nicht alle diese Daten, dann dürfte ich eben nur dieses Minimum haben. Die Daten müssen richtig sein, ja. Wenn sich was ändert bei den Daten und ich erfahre davon, müsste das auch geändert werden. Dann noch ein anderer Punkt wäre die Speicherbegrenzung. Also das heißt, ich darf halt die Daten, die ich habe, auch nur so lange haben, wie es wirklich erforderlich ist. Muss man diese Daten im Verzeichnis speichern? Und wenn ja, wie funktioniert das? Ja, Sie sprechen da wahrscheinlich das Verarbeitungsverzeichnis an. Das ist im Basisseminar ausführlicher besprochen worden. Hier geht es darum, dass hier die einzelnen Datenarten, die einzelnen Datenkategorien erfasst werden müssen, aber jetzt nicht die ganzen Namen, nicht die ganzen Kundennamen. Ja. Aber wie gesagt, hier würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich einfach dieses Basis-Webinar noch von der Frau Magister Ursula Illibauer genauer anschauen. Vorhin sprachen wir über die Grundsätze. Verzeihung, ja. Einen Punkt ja. ist noch ein wichtiger. Genau, die Datensicherheit, das wäre auch noch ein Grundsatz, der beachtet werden muss. Also das heißt, es müssen gewisse technische, organisatorische Maßnahmen getroffen werden, um hier einfach den Schutz der Daten vor Diebstahl oder vor Verlust zu gewährleisten. Das kann jetzt sein, zum Beispiel durch Backup-Systeme, durch Passwörterschutz, durch Zugangs-Zutrittsbeschränkungen. Das wäre eine Möglichkeit, hier eine Datensicherheit zu gewährleisten.
Und Näheres zur Datensicherheit gibt es noch in einem Folgewebinar, und zwar am 11.04. Von meiner Kollegin, der Frau Magister Verena Becker. Das empfehle ich Ihnen hier. Die Datenverarbeitung, was kann man jetzt noch beachten? Genau. So, also jetzt der erste Beginn waren jetzt eben mal diese Grundsätze, die man beachten muss, wenn ich mir jetzt anschaue, welche Daten ich habe. Der weitere Punkt sind die Rechtsgrundlagen. Also das heißt, wenn ich eben Daten erhebe oder wenn ich Daten schon habe, muss ich dafür eine gewisse Grundlage haben. Das eine wäre jetzt die Vertragserfüllung. Also das heißt, ich erhebe die Daten eben, um meinen Vertrag, um meine Leistung zu erbringen oder auch für vorvertragliche Leistungen. Das heißt zum Beispiel ein Kostenvoranschlag. Wenn ich einfach gewisse Daten brauche, um ein Auto reparieren, dann brauche ich hier einfach gewisse Informationen, um hier einen Kostenvoranschlag zu erstellen. Das wäre eine Grundlage. Das andere wäre die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung. Also das heißt, habe ich hier im Gesetz Regelungen, die mir vorschreiben, dass ich diese Daten erheben muss, dann ist das natürlich auch möglich. Eine Sache wäre, dass für gewisse Rechnungen brauche ich Name, Anschrift des Kunden. Hier kann ich dann natürlich diese Daten erheben. Oder im Arbeitsrecht gibt es auch viele Vorschriften, zum Beispiel, dass Mitarbeiterdaten an die Gebietskrankenkasse übermittelt werden müssen. Das wäre auch so eine Möglichkeit. Oder ein anderer Fall wäre die Einwilligung. Also das heißt, ich kann natürlich auch die Einwilligung von den Personen einholen zur Verarbeitung der Daten. Wie schaut die genau aus, so eine Einwilligung? Ja. Also hier bei der Einwilligung ist wichtig zu schauen oder die muss beinhalten, welche Daten für welchen Zweck erhoben werden, verwendet werden, ob sie an Dritte übermittelt werden und ein Hinweis auf einen jederzeitigen Widerruf dieser Daten. Ja. Grundsätzlich wäre das auch möglich, diese Daten, also diese Einwilligung mündlich oder konkludent einzuholen, außer es sind sensible Daten. Aber sinnvoll ist es natürlich, das schriftlich zu tun, um hier einfach auch den Nachweis, die Beweissicherheit zu haben. Und diese Schriftlichkeit kann jetzt sein durch Unterschrift oder ist es im Online-Kontext, kann es auch durch das Anhaken eines Kästchens sein. Und bei sensiblen Daten, zum Beispiel bei den Gesundheitsdaten, hier wäre eine, also hier muss es ausdrücklich sein, die Einwilligung. Also das heißt, hier müsste er schriftlich erfolgen. Dann in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch kurz auf das Koppelungsverbot eingehen. Das heißt, hier müssen Sie auch aufpassen, wenn Sie einen Vertrag abschließen, darf dieser nicht gekoppelt sein an das Erheben von Daten, die Sie nicht für die Vertragserfüllung brauchen. Also das heißt zum Beispiel, Sie kaufen ein Buch und der Buchhändler möchte Geburtsdatum und Lieblingsautor. Das wäre nicht zulässig, dass das verpflichtend wäre für den Vertragsabschluss. Freiwillig diese Informationen können Sie dem Händler natürlich geben. Genau, und dann möchte ich noch kurz hinweisen auf die Webseite wko.at/datenschutz. Hier gibt es sehr viele Informationen, Infoblätter und Musterdokumente. Ich habe es hier kurz eingeringelt. Also oben kann man einstellen das Bundesland, in dem man sich befindet. Dann ist es speziell für das Bundesland vorgegeben. Dann auch eingeringelt rechts diese Infoblätter zur EU-Datenschutzgrundverordnung. Hier finden Sie zum Beispiel auch ein Muster zur Einwilligungserklärung, wie die aussehen kann, an der sie sich orientieren kann, und auch Musterdokumente zur EU-Datenschutzgrundverordnung. Da finden Sie zum Beispiel auch, weil ich es vorher kurz angesprochen habe, das Verarbeitungsverzeichnis, wie das auszusehen hat. Gäbe es da ein Muster und auch ein Beispiel, das schon vorausgefüllt ist, an dem Sie sich orientieren können. Wie schaut es jetzt aus mit den Daten beim Newsletter-Versand? Was ändert sich da? Ja,
Das ist auch ein heißes Thema, Newsletter, was sich hier ändert, beziehungsweise oder was hier gleich bleibt, weil eigentlich die Grundlage bei den Newsletter-Versand ist gar nicht die Datenschutzgrundverordnung, sondern die wesentlichen Regelungen habe ich hier im Telekommunikationsgesetz. Und eine Möglichkeit wäre jetzt, dass ich so einen Newsletter verschicken darf, natürlich die Einwilligung von den Personen oder die andere Möglichkeit, wenn es Kunden sind, an denen ich Newsletter schicke, dann ist es möglich, ohne Einwilligung diese Newsletter zu schicken, wenn die E-Mail-Adresse beim Verkauf erhoben wurde, wenn der Kunde die Möglichkeit da hatte, diese Datenerhebung oder diesen Newsletter-Versand abzulehnen und auch bei jeder Zusendung des Newsletters die Möglichkeit hat, diesen abzulehnen. Dann eben diese Werbung, dieser Newsletter muss gleiche ähnliche Produkte enthalten und der Kunde darf nicht in der ECG-Liste eingetragen sein. Die ECG-Liste, das ist die E-Commerce-Gesetzliste und diese liegt auf oder welche Personen hier eingetragen sind, finden Sie bei der RTR. Hier einfach eine E-Mail hinschicken, dann kriegen Sie diese Informationen. Wenn man jetzt die Daten erheben möchte, zum Beispiel von seinen Kunden für die Vertragsabwicklung, über was müsste ich meine Kunden informieren? Das ist eine neue Sache bei der DSGVO, diese Informationspflichten. Ich habe hier kurz die wesentlichen Punkte zusammengefasst. Also Sie müssen die betroffene Person, von der Sie die Daten erheben, informieren, die Kontaktdaten des Verantwortlichen. Also das heißt, das ist der, der eben die Daten erhebt, der entscheidet, was mit den Daten passiert, in der Regel der Unternehmer. Gibt es einen Datenschutzbeauftragten, dann müssten auch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten hier angeführt werden. Es muss der Verarbeitungszweck angeführt werden, die Rechtsgrundlage. Verarbeitungszweck wäre jetzt eben wieder ja, Vertragserfüllung zum Beispiel oder für Werbung. Die Rechtsgrundlage ist in der Regel das Datenschutz, die DSGVO. Wer die Daten an andere Personen übermittelt, dann sind die Empfänger hier auch anzugeben, die diese Daten erhalten. Findet das in einem Drittland statt, muss man immer aufpassen, auf welcher Grundlage man das macht. Also zum Beispiel mit den USA werden Daten an ein Unternehmen in den USA übermittelt, dann, und das Unternehmen ist bei Safe Harbor dabei, dann wäre das möglich, weil dann wird hier gesagt, dass hier eine ähnliche Datensicherheit besteht oder ähnliches Daten geschützt sind wie jetzt in EU-Ländern. Dann, was auch wichtig ist, anzuführen bei den Informationspflichten, die Dauer der Datenspeicherung oder die Kriterien, nach denen die Datenspeicherung erfolgt. Hier sagt jetzt die Datenschutzgrundverordnung keine genaue Frist, sondern ich muss schauen, ob in anderen Gesetzen etwas geregelt ist zur Datenspeicherung, wie lange das möglich ist. Eine Sache wäre zum Beispiel, wie lange Belege aufgehoben werden müssen. Das sind 7 Jahre. Das heißt, hier können Sie sich zum Beispiel hier orientieren. Es gibt auch ein eigenes Informationsblatt auf der Webseite wko.at/datenschutz zu den Fristen, wo wirklich unterschiedlichste Fristen angeführt sind, an denen Sie sich hier orientieren können, was die Datenspeicherung betrifft. Dann die betroffenen Rechte, also das heißt, was die betroffenen Personen für Rechte haben, auch darüber müssen sie informiert werden. Das sind zum Beispiel eben die Rechte auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung, auf Datenübertragbarkeit oder auch das Recht auf Widerspruch. Und der letzte Punkt. Genau, ist also oder die letzten 2 Punkte. Einerseits muss ich noch darauf aufmerksam machen, dass Sie eben einen Widerruf machen können oder auch das Beschwerderecht an die Datenschutzbehörde, dass es dieses gibt. Jetzt weiß man, was man alles machen muss, aber wie teilt das Unternehmen die Informationen, also diese Informationen seinen Kunden eigentlich mit? Ja,
Sinnvoll ist es hier, das schriftlich zu tun, diese Informationspflichten, denen schriftlich nachzukommen. Das könnte jetzt sein, einfach ein Zusatz zum Vertrag. Es ist auch möglich, das auf die Webseite zu stellen, ist vielleicht die einfachere Variante, dass einfach die Informationen unter einem eigenen Punkt Datenschutzbestimmungen, Privacy Policies auf der Webseite abrufbar sind. Genau, und dann einfach ein Hinweise auf den Geschäftspapieren im E-Mail, einfach auch diesen Link direkt zu diesen Datenschutzbestimmungen auf der Webseite. Das wäre möglich, ja. Webseite ist ein gutes Stichwort. Wie verwendet man die Cookies? Was muss man da beachten? Also Cookies, ja, verwenden auch sehr viele. Was sind überhaupt Cookies? Also Cookies sind Textdateien, in denen Informationen gespeichert werden. Das ist jetzt zum Beispiel beim Webshop oder bei Analyse-Tools oder um Benutzerprofile zu erstellen. In diesem Zusammenhang werden diese Textdateien am Computer auf der Festplatte gespeichert. Und dann kommt es halt darauf an, was sind dann drinnen für Daten in diesen Cookies. Wenn es eben personenbezogene Daten sind, die IP-Adresse fällt hier hinein, dann ist auch die DSGVO zu beachten und grundsätzlich eine Einwilligung einzuholen und auch diesen Informationspflichten, dass man nachkommt. Sinnvoll ist es hier sicher, oder eine Möglichkeit ist es hier, zu einem Cookie-Banner zu verwenden. Also das heißt, wo hier auf der Startseite hier die näheren Informationen stehen, wo die Personen einwilligen können und einen Link finden eben zu den weiteren Informationen. Sie haben die Möglichkeit, sich noch mehr mit dem Thema Datenschutz auseinanderzusetzen, denn es gibt noch zwei weitere Webinare. Und zwar am 4. April mit dem Referenten Magister Wolfram Hitz zu dem Thema die Grundlagen des Datenschutzes im Arbeitsverhältnis und am 11. April mit Frau Magister Verena Becker zu dem Thema Datensicherheit. Und Sie können sich auch schon gerne heute dafür anmelden unter wko.at/datenschutz. Genau, und ich darf Ihnen jetzt noch mitteilen, was sonst die Wirtschaftskammer hier an Hilfe, an Unterstützung anbietet, speziell jetzt im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung und deren Umsetzung. Einerseits die Webseite wko.at/datenschutz, die ich Ihnen schon vorgestellt habe. Dann gibt es auch die Serviceangebote unter wko.at/datenschutzservice. Da gibt es Online-Ratgeber, da gibt es FAQs. Da werden auch, wie gesagt, die Fragen, die hier unbeantwortet bleiben, dann hier eingefügt, beziehungsweise sind vielleicht hier, also da sind schon 95 Fragen, sind da schon drinnen. Also das heißt, da gibt es schon viel Informationen und wird eben ständig erweitert. Dann auch Webinare sind abrufbar, die schon stattgefunden haben. Es gibt dort Checklisten, Informationsdokumente, Musterschreiben, auch unterschiedliches Beratungs- und Schulungsangebot. Externe Umsetzungsexperten werden dort genannt. Auch vielleicht, wenn Sie auf der Suche nach einem externen Datenschutzbeauftragten sind, können Sie hier fündig werden und auch branchenspezifische Informationen. Was die Datensicherheit betrifft, hier empfehle ich Ihnen die Webseite www.it-safe.at. Hier gibt es Online-Ratgeber, wie Sie hier diese Datensicherheit am besten umsetzen, welche Maßnahmen Sie hier ergreifen können. Es gibt Sicherheitshandbücher für KMU, für Mitarbeiterinnen. Dann gibt es auch eine Cyber Security Hotline. Also das heißt, wenn zum Beispiel ein Cyberangriff stattgefunden hat, können Sie hier 24 Stunden, also rund um die Uhr, Informationen und Hilfe erlangen, wie Sie hier damit umgehen, was Sie hier machen können. Dann gibt es die IT Security Experts Group, die auch einfach eine Plattform für IT-Security-Unternehmen sind. Dann würde ich sagen, wir starten mit der Fragerunde. Gerne. Die erste Frage kommt anscheinend von einem Herrn, der ein Coach ist. Als Coach bewahre ich teils sehr sensible Informationen,
die ich in der Sitzung erhalte, auf. Wie komplex ist hier das Verarbeitungsverzeichnis zu gestalten? Ja, also wie gesagt, beim Verarbeitungsverzeichnis geht es ja nicht um die einzelnen Daten, sondern um die Datenkategorien, die Datenarten. Ja? Also das heißt, das muss jetzt nicht hier detailliert angeführt sein, was Sie hier von den Personen an Informationen haben, sondern das kann durchaus, wie gesagt, eben nur diese Datenarten umfassen. Die nächste Frage, die sich bestimmt auch viele stellen, können wir auch nach der neuen Datenschutzverordnung Personen anschreiben, kontaktieren ohne Einwilligung, aber mit voraussetzbarem Interesse? Also zum Beispiel ein Verkaufsleiter, Geschäftsführer, Personalisten als Verkaufstrainingsinstitut? Also wenn es per E-Mail ist, dann sind hier eben die Möglichkeiten sehr eingeschränkt. Aber das ist jetzt eigentlich keine neue Regelung nach der DSGVO, sondern das geht auf das Telekommunikationsgesetz zurück. Und hier, also was denkbar wäre, dass jetzt die Personen per Post Informationen und Werbung bekommen. Die nächste Frage ist, wenn ich keine Website betreibe und keinen Newsletter verschicke, betrifft mich dann die neue Verordnung? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel von Kunden Telefonnummer oder Anschrift haben, Adresse haben, dann ja, dann würde sie trotzdem auch die DSGVO betreffen, ja. Ist ein Double Opt-in beim Newsletter erforderlich? Also ein Double Opt-in, was heißt das überhaupt? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel auf der Webseite gibt es die Möglichkeit, sich einzutragen für den Erhalt eines Newsletters und darauf erhält man dann eine E-Mail, die man dann nochmal bestätigt und erst dann ist man eben in dieses Newsletter-System aufgenommen. Also das heißt, man muss zweimal eine Aktion setzen, um einen Newsletter zu bekommen. Und so ein Double Opt-in ist eine Möglichkeit, ist keine rechtliche Verpflichtung, ist vielleicht sinnvoll, um hier einfach, einfach, das ist einfach vor Missbrauch, einfach der Schutz vor Missbrauch. Für diese Fälle wäre so ein Double Opt-in sinnvoll. Viele Leute machen sich Gedanken über den Respekt zueinander. Wie gebe ich meine Daten her? Wie nehme ich Daten an? Wie verarbeite ich das? Und genauso ist jetzt auch hier eine Frage reingekommen. Hallo, ich betreibe einen Blog und sammle E-Mails und die verwendet er dann, dass er gratis PDFs einfach zum Herunterladen anbietet. Das heißt, im Austausch gegen die E-Mail-Adresse versende ich das PDF etc. Darf ich das weiterhin so machen? Das heißt, es werden hier Daten erhoben, naja, dadurch, dass die Personen, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hier diese Daten freiwillig hergeben und wissen, was sie dann dafür bekommen, wäre es grundsätzlich schon möglich, ja. Also ist vielleicht sinnvoll, hier zur Sicherheit noch eine Einwilligungserklärung einzuholen und eben die Informationspflichten zu beachten, ja. Die nächste Frage gleich, wie hoch sind die Strafen nach der DSGVO? Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn es schwerwiegende Verstöße sind, dann sind es bis zu 20 Millionen oder 4% vom letzten Jahresumsatz, weltweiten Jahresumsatz. Wenn es weniger schwerwiegende Verstöße sind, sind es auch immer noch bis zu 10 Millionen oder 2% vom letzten Jahresumsatz, Gesamtumsatz. Was allerdings auch steht im Gesetz in den erläuternden Bemerkungen, dass auch bei geringfügigen Verstößen es die Möglichkeit gibt, dass die Datenschutzbehörde nur eine Verwarnung ausspricht. Also das heißt, dass eben nicht gleich eine Strafe verhängt wird. Aber wie die Behörde das macht, wie die das umsetzt, wie stark sie hier kontrolliert, wie hoch sie die Strafen verhängt, das sind alles Dinge, die wir abwarten müssen und erst sehen ab dem 25.05., was hier dann der Fall ist, wie sie das hier handhabt. Was wäre ein Beispiel für einen schwerwiegenden Fall? Ja, also ein schwerwiegender Fall, also wenn halt wirklich gar kein Verarbeitungsverzeichnis vorhanden wäre, das wäre eine Möglichkeit. Und betreffen tut es sowohl große als auch kleine? Genau, das ist die Sache, ja. Also hier gibt es, die DSGVO betrifft jetzt
also KMUs, große Unternehmer genauso. Ja? Also hier gibt es keine Ausnahmen, keine Kleinunternehmerregelung sozusagen. Immer wird auch die Frage gestellt, wer prüft, wer straft? Ja, also da gibt es im Datenschutz eine eigene Behörde, die Datenschutzbehörde, die hier umfassende Befugnisse hat, hier zu kontrollieren kann, hier zu den Unternehmen gehen kann, sich das anschauen kann, die Daten, sich das Verarbeitungsverzeichnis vorlegen lassen kann. Also das wäre eine eigene, es ist eben eine eigene Behörde, die Datenschutzbehörde. Ja. Hier schreibt jemand, ich habe 2017 Kunden, Partner, Freunde und so weiter zu einer Kundenveranstaltung eingeladen. Darf ich diese Gästeliste auch nach Inkrafttreten der DSGVO weiterverwenden oder muss ich jetzt bei Null anfangen? Ja, also grundsätzlich, was die Einwilligung betrifft, da wird sich jetzt eigentlich nichts ändern. Also habe ich die Einwilligung damals gehabt und war sie zulässig, gilt das auch jetzt noch. Was die Sache ist, also wenn es, wie gesagt, hier jetzt vielleicht nur eine mündliche oder eine konkludente Einwilligung ist, wie vielleicht beim Eintrag in dieser Gästeliste, ist das schon auch möglich, nur habe ich halt bei Schwierigkeiten das Problem der Beweisbarkeit. Und das ist halt ein Risiko, was hier der Unternehmer selber einschätzen muss, ob hier eben, also welches Risiko hier einfach größer ist. Ja. Darf man die Daten auch in der Cloud sichern? Grundsätzlich ja, können Daten natürlich auch in der Cloud gesichert werden, aufbewahrt werden. Es müssen halt hier auch die datenschutzrechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Gibt es Erleichterungen im Datenschutz für Kleinunternehmer? Eigentlich nicht wirklich. Also hier wird nicht abgestellt auf die Unternehmensgröße, sondern eben wirklich, welche Daten hier verarbeitet werden. Und sobald es eben diese personenbezogenen Daten sind, ist hier einfach eine Reihe von Dingen, sind hier eine Reihe von Dingen zu beachten. Die nächste Frage ist gleich, warum muss ich Daten nach einer gewissen Zeit löschen? Ja, das ist auch eine gute Frage. Das ist eben das, also dass jede Person eben das Recht auf Datenschutz hat und auf den Schutz seiner personenbezogenen Daten, und in das darf halt nur sehr begrenzt eingegriffen werden. Und das legt uns halt, oder wo halt diese Grenzen bestehen, das sagt das die DSGVO und das Datenschutzgesetz. Sie kennen ja das Problem, wenn man shoppen geht, da gibt es etliche Felder vorher zum Ausfüllen, wer man ist und was man tut. Und da schreibt jetzt auch jemand, welche Felder darf man in einem Internetkontaktformular als Pflichtfeld verwenden? Also das ist so ein bisschen eine Sache mit dem Koppelungsverbot. Hier ist es so, also wenn die Daten erforderlich sind für die Vertragserfüllung, dann kann das, also dann muss es oder kann es ein Pflichtfeld sein, dieser Daten. Ja? Aber wenn diese Daten jetzt nicht erforderlich sind für die Vertragserfüllung, dann ist es besser, das eben nur als eine Option und nicht, also dass eben die Person das freiwillig angeben kann, diese Daten, aber nicht als ein Pflichtfeld es zu markieren. Gilt die DSGVO auch bei B2B? B2B, also Business to Business, ja, das ist egal. Also ob jetzt hier Daten von Unternehmen oder von Privatpersonen erfasst werden, wird jetzt grundsätzlich nicht unterschieden. Eine Sache ist zwar, nach Grund der DSGVO sind die juristischen Personen, die Daten juristischer Personen, unterliegen nicht der DSGVO. Allerdings nach dem Anpassungsgesetz, also nach dem Österreich-Datenschutzgesetz, hier ist es noch etwas unklar, noch offen, ob hier die Daten von juristischen Personen auch als personenbezogene Daten eingeordnet werden. Und wie das hier aussieht, zur Sicherheit auch einfach die Daten der juristischen Personen hier einfach in dieses System aufnehmen und die Voraussetzungen erfüllen. Man trifft jemanden auf einer Veranstaltung, man bekommt eine Visitenkarte. Was macht man dann? Darf man dann diese Adresse, diese Daten, darf man das verwenden? Die Frage ist halt hier, ob durch das Übergeben der Visitenkarte hier schon eine Einwilligung für den Empfang von Werbung gesehen werden kann.
Denkbar ist es. Denkbar ist ja auch, dass es mündlich erfolgt hier die Zustimmung. Nur ist halt hier immer wieder das Problem dann der Beweisbarkeit. Das heißt, hier ist vielleicht eine Möglichkeit, wie man vorgehen kann. Erhält man die Visitenkarte, schreibt man dann einfach danach kurz eine E-Mail und das einfach die Daten und sucht hier einfach um eine Einwilligung, dass die Daten in die Datenbank aufgenommen wird. Das wäre hier eine Möglichkeit, wie mit den Visitenkarten umgegangen werden kann. Man braucht aber keine Unterschrift, sondern nur per E-Mail eine Bestätigung. Genau, also schriftlich per E-Mail ist es auch möglich. Das muss jetzt nicht unterschrieben sein, ja. Und ist eben zu Beweiszwecken einfach sinnvoll. Da hat jemand eine Bitte überhaupt allgemein an die WKO. Ich würde mir mehrere komplett ausgefüllte Muster bzw. Beispiele von Verarbeitungsverzeichnissen wünschen. Alles klar. Also auf eben wie gesagt die Webseite wko.at/datenschutz. Hier gibt es unter Muster eben schon Verarbeitungsverzeichnisse und auch schon vorausgefüllte Beispiele von Verarbeitungsverzeichnissen. Also hier könnten Sie sich orientieren, das könnten Sie sich anschauen. Was ist mit bestehenden Einwilligungserklärungen? Gelten die noch? Also bei den Einwilligungserklärungen, wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, eben wie gesagt, welche Daten, also wenn darin enthalten ist, welche Daten verarbeitet werden, für welchen Zweck sie verarbeitet werden, an wen sie übermittelt werden und eben der Hinweis auf den Widerruf. Der Widerruf am besten auch mit einer Angabe, wo dieser erfolgen kann. Wenn das vorliegt, gelten diese Einwilligungserklärungen natürlich weiterhin. Da muss jetzt keine neue eingeholt werden. So, da gibt es noch eine Frage zur Einwilligung. Ist Einwilligung der Speicherung der IP-Adresse, also Google Analytics, auch gegeben, wenn ich auf meiner Website im Impressum darauf hinweise und den Link eingebe, in dem sich jeder davon ausnehmen kann? Oder muss ich auch tatsächlich ein Kästchen aufpoppen lassen, das der Nutzer aktiv ankreuzen muss, wenn er mit dem Sammeln von Cookies einverstanden ist? Also hier sagt eine wesentliche Gruppe, die Artikel 29 Gruppe, sagt, dass hier ein aktives Verhalten vom Nutzer gesetzt werden sollte. Also das heißt, von dem her wäre es schon sinnvoll, hier wirklich das Anhaken, das Anklicken, dass das hier durchgeführt wird und nicht jetzt einfach nur ein Verweis auf weitere Informationen. Also wirklich ein aktives Verhalten setzen wäre erforderlich. Ich finde die Frage auch gut, und zwar brauche ich eine DVR-Nummer. Eine DVR-Nummer, das ist eigentlich noch nach dem alten System, das zwar jetzt noch gilt bis zum 24.05., aber mit dem 25.05. gibt es das nicht mehr, ist die DVR-Nummer eben nicht mehr erforderlich. Das heißt, das wäre dann auch zu streichen, die DVR-Nummer für die Unternehmen, die es haben. Es war nicht für alle Unternehmen verpflichtend, es gab auch Ausnahmen von dieser DVR-Nummer. Wenn die eben vorhanden ist, ist es sinnvoll, diese zu streichen von den Geschäftspapieren, von den E-Mails und vielleicht eine Möglichkeit auszutauschen gegen den Link auf der Webseite zu Datenschutzbestimmungen. Das wäre eine Möglichkeit, wie man hier umgehen kann. Oft einmal wird man ja angerufen, dann gibt es Informationen, dann tauscht man sich aus und da schreibt auch jemand, wie funktioniert diese Informationspflicht bei telefonischem Erstkontakt durch den unter Anführungszeichen zukünftigen Kunden? Ja, also möglich ist es schon, dass diese Informationen auch mündlich gegeben werden, nur ist halt dann das Problem immer der Beweisbarkeit. Also das heißt, hier sollte dann eine Möglichkeit ist vielleicht dann einfach schriftlich den Personen diese Informationen zukommen zu lassen. Das wäre vielleicht eine gangbare Möglichkeit. Newsletter sind ja sehr dankbar, sie kosten nichts, trotzdem bekommt es jeder. Und da schreibt auch eine Dame, bei bereits jahrelang bestehenden Newsletter-Kontakten muss ich die Einwilligung jetzt im Nachhinein noch einholen. Also hier muss man mal unterscheiden, sind das meine Kunden? Dann habe ich hier ja spezielle Regelungen und Erleichterungen. Sind es keine Kunden, dann wäre hier eine Einwilligung erforderlich.
Gut ist es natürlich, wenn eine schriftliche Einwilligung vorliegt. Wenn sie jetzt nur mündlich gegeben ist, dann habe ich halt immer das Problem der Beweisbarkeit. Und hier muss halt dann der Unternehmer entscheiden, wie er halt hier einfach dieses Risiko einschätzt, ob hier es Schwierigkeiten geben kann oder nicht. Was nicht möglich ist oder was gesetzlich nicht erlaubt wäre, dass ich jetzt alle, die ich in meinem Newsletter-Verteiler habe, jetzt per E-Mail schreibe, ja, wenn Sie das noch weiter wollen, dann bitte geben Sie mir schriftlich die Zustimmung. Dann wäre das, also das ist nicht sinnvoll, das ist keine gute Idee. Die Matura steht bald vor der Tür. Lehrlinge, alle wollen sie natürlich schöne Jobs haben, sollen sie auch bekommen. Und dafür bewirbt man sich ja. Was muss man jetzt zukünftig bei Bewerbungen beachten? Wie lange darf man Unterlagen speichern und darf man Bewerbungen auf Evidenz speichern? Und was, wenn die Bewerbungsunterlagen in einem Tool wie zum Beispiel Trello aufgehoben werden? Okay, viele Fragen. Ja. Also grundsätzlich gilt halt auch hier bei Bewerbungsunterlagen, dass der Grundsatz der Datenminimierung, der begrenzten Speicherdauer, hier muss man sich anschauen, wie lange oder ob es hier eine gesetzliche Grundlage gibt. Ich habe hier eine Sache im Hinterkopf, dass es eine 6-Monats-Frist gibt, wenn man hier einen Job nicht bekommt aufgrund einer Ungleichbehandlung. Und um sich hier, falls einem das passiert und man sich hier dagegen wehren müsste, wäre zum Beispiel denkbar, dass man diese 6-Monats-Frist nimmt und so lange die Daten speichert. Ist es sehr viel darüber hinaus, dass diese Bewerberdaten gespeichert werden, ist es einfach sinnvoll und sicher, eine Einwilligungserklärung einzuholen. Also das heißt, wenn jetzt eben die Daten nicht gleich oder der Bewerber eben in Evidenz gehalten werden möchte, ist es sinnvoll, hier dann einfach von ihm sich schriftlich die Einwilligung geben zu lassen. Es fragt auch jemand ganz einfach, dass wenn man ein Blatt Papier einfach aufhängt im Verkaufsraum und über die Informationspflichten die Leute informiert, würde das dann reichen oder muss man das jeden Einzelnen vorlegen? Also da gibt es noch zu wenig Informationen oder rechtliche Sicherheit dazu. Ja. Also ob das wirklich so akzeptiert wird von der Datenschutzbehörde, wird man sehen. Also das Gesetz gibt hier leider nicht sehr viel her dazu oder nicht mehr her dazu. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, ist es besser, einfach hier schriftlich auszuhändigen. Da fragt jemand, ob es eine Blacklist gibt. Sind Blacklists unter Branchenkollegen erlaubt? Zum Beispiel in dem Fall, dass Kleinstgewerbe betreibende Werbekollegen auf unangenehme Kunden hinweisen, dass man da dann jetzt wahrscheinlich wen hinschickt, meint er das so? Ja, also das wäre rechtlich, nicht nur datenschutzrechtlich, höchst problematisch und nicht empfehlenswert. Finde ich auch ganz nett. Und zwar, ein Mann teilt sich seinen Kleiderschrank oder seinen Rollkasten, um genau zu sein, mit seiner Frau, die ist Lehrerin, und hat da seine ganzen Daten drinnen. Ja? Müssen die beiden jetzt die Daten trennen oder dürfen sie beide in dem Kasten drinnen lassen? Ja, also hier geht es um die Datensicherheit. Und hier sagt jetzt auch die DSGVO keine näheren Regelungen, wie jetzt diese Datensicherheit oder die technischen organisatorischen Maßnahmen gesetzt werden. Hier kommt es einfach auf den Stand der Technik an, was hier üblich ist, wie gefahrengeneigt vielleicht auch die Person, die Ehefrau in dem Fall ist. Und je nachdem muss man dann einfach entscheiden, ob das vielleicht getrennt ist oder nicht oder abschließbar oder nicht. Also das ist eine Einzelfallentscheidung. James Bond hat zukünftig einen eigenen Kasten. Der hat sicher heikle Daten. Frau Hauser, könnten Sie abschließend noch einen Tipp geben, mit welchem Punkt man als Unternehmerin bzw. Unternehmer sich vielleicht als erstes auseinandersetzen sollte? Dass man heute sagt, okay, jetzt habe ich das gesehen, jetzt setze ich mich mal hin, nehme mir 20 Minuten. Mit was fange ich eigentlich als erstes an? Ja. Also wichtig ist es, sich anzuschauen, eben die Daten, die man hat, und eben nach diesen Grundsätzen und nach der Rechtsgrundlage, die ich erwähnt habe, einfach zu prüfen, ob diese eingehalten werden, ob die erfüllt werden. Das wäre ein erster wichtiger Schritt, um einfach hier zu starten.
Dann sage ich Dankeschön für die vielen Informationen. All die Fragen, die sich jetzt nicht mehr ausgegangen sind, wie gesagt, werden dann noch eingebaut in unserer Frage-Antwort-Liste. Und das Webinar von heute, das wird auch online gestellt. Und dafür bekommen Sie, meine lieben Zuseherinnen und Zuseher, ein Mail von uns zugesandt, wann es dann soweit ist. Aber die PowerPoint-Präsentation, die steht jetzt sofort für Sie bereit. Und zwar unter wko.at/datenschutz-webinare. Sie können sich dort auch gleich anmelden für die nächsten Webinare, die wir für Sie bereitgestellt haben. Allerdings sind nur noch um 13 Uhr freie Plätze, die um 11 sind schon alle vergeben. Jetzt kann ich nur noch Danke sagen für Ihre Aufmerksamkeit. Freue mich natürlich, wenn Sie wieder mit dabei sind am 4. April, wenn es dann heißt, die Grundlagen des Datenschutzes im Arbeitsverhältnis mit Herrn Magister Wolfram Hitz. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und Sie sehen jetzt auch noch von uns einen Ankündigungsfilm zu den Webinaren zum Thema Datenschutz. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sie haben eine Kundendatenbank, Sie versenden E-Mails, dann verarbeiten Sie Daten. Was müssen Sie dabei beachten nach der neuen DSGVO? Informationspflichten, Newsletter, Cookies sind ebenfalls Thema. In meinem Webinar erfahren Sie, was Sie künftig im Umgang mit Mitarbeiterdaten beachten müssen. Warum betrifft die DSGVO jedes Arbeitsverhältnis? Welche Daten der Mitarbeiter dürfen verarbeitet werden und wofür brauchen Sie die Zustimmung der Mitarbeiter?